Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Lourdes-Novena, 5. Tag. O du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Vor dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen: Maria, hilf, o Maria, hilf. Ich komme zu dir, o Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilandes. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen, hier kann man das persönliche Anliegen nennen. Ist wohl recht groß, aber noch viel größer ist deine Macht. O du starke Mutter, hilf mir, doch du kannst mir nicht nur helfen, du willst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht, nur dann sollst du mich erhören. So nimm denn vorlieb mit meinen Fehlern und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. Warum hat der göttliche Heiland dich, o Mutter, uns Sündern geschenkt? Der Sünder willen hat er es getan, wie er selbst auf die Erde gekommen, Arzt zu sein nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, wie die Schritte eines seines Erdenlebens vor allem den Schuldbeladenen gehörten, um zu retten, was verloren, so sollte auch dein Mutterberuf in vorzüglicher Weise den Sündern gewidmet sein. Deshalb nennt die katholische Kirche dich, o Gottesmutter, mit Recht die Zuflucht der Sünder. Wie wahr dieses Wort ist, davon ist wohl jedes Herz selbst Zeuge, wenn es nachdenkt über seine Vergangenheit,
war die Schuld noch so groß. Wenn der Sünder sich an dein Herz flüchtet, wird er nicht verloren sein. Du schaust nicht auf die Größe der Schuld, sondern auf die Größe, Tiefe und Wärme des Vertrauens. Maria, du mein Meeresstern, ich schaue mit vertrauendem Blicke zu dir auf zu dir. Von allen Seiten umgeben mich die stürmenden Wogen, und überall ist es Nacht. Doch du zeigst mir den Weg, Maria, ich folge dir. Dein Angesicht leuchtet mir aus der Grotte von Lourdes entgegen. Dein Tugendbeispiel, dein Mahnwort, deine Mutterliebe rufen mich, und ich will nicht von deiner Seite weichen. Du meinst es am besten mit mir. Nur dir will ich folgen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.